Salvete des Scipuli des Scipulaeque. Heute der zweite Teil zu Relativsätzen, Spezial, also schon die etwas schwierigere Variante. Es sind zwar Ferien, das Wetter ist gruselig, aber eigentlich kann man ja ein bisschen Latein machen. Und vor allem Konjunktiv in Relativsätzen war schon immer eine spannende Angelegenheit. Konjunktiv ist sowieso ja nicht der allerliebste Modus. Trotzdem hat er in Relativsätzen eigentlich gar nicht so einen Schrecken. Er wird eigentlich mit Indikativ übersetzt. Also man kann sich da ein bisschen auf sein Gefühl verlassen. Man kann ihn natürlich in der indirekten Rede, wir werden das gleich sehen, muss man ihn manchmal auch mit Konjunktiv übersetzen, aber das hat dann Gründe der deutschen Übersetzung, also nicht des Lateinischen. Man muss da nicht überlegen, ist es ein Optativ oder sonst irgendwas, sondern das gleicht sich eigentlich von alleine an. Wir gucken uns das gleich ein bisschen näher an. Relativsätze beschreiben ja immer ein Element des Hauptsatzes, egal ob es nun wirklich explizit dasteht oder gedacht ist. Es muss sich jedenfalls immer so andocken. Sonst ist es ein relativer Satzanschluss und kein Relativsatz. Also wir reden hier wirklich über Relativsätze, die ein Element im übergeordneten Satz erklären. Okay, wir gehen jetzt mal in die Präsentation. Das ist eine Online-Präsentation, die ist unten verlinkt. Das ist ein Spiel, das spiele ich jetzt nicht durch. Ich erkläre ganz kurz, wie es geht, Trivial Pursuit. Und ich gehe nur auf die Übersichtsseite und erkläre dann einmal, wie es geht. Ihr braucht, wenn ihr das so durchspielen wollt, sicherlich ein Wörterbuch. Ja, Handy geht auch, aber ein Wörterbuch, damit ihr das übersetzen könnt. Hinter jeder Karte ist auch die Übersetzung hinterlegt und so eine kleine Erklärung, sodass ihr das wirklich auch als Übung durchgehen könnt. Okay, ich wechsle mal auf die Präsentation. Okay, das ist die Übersichtsseite, die ihr zuerst bekommt, wenn ihr Start klickt. Ich fange mal mit dieser rechten Seite an. Also Relativsätze in der indirekten Rede stehen normalerweise im Konjunktiv. Alle Nebensätze der indirekten Rede stehen im Konjunktiv. Hauptsätze, wenn sie Wunschsätze sind, Fragesätze sind, müssen auch im Konjunktiv stehen. Hier sieht man das mit Quaes caesar possideret, also ein Relativsatz mit Konjunktiv imperfekt. Wenn man draufklickt, also dann sieht man die Übersetzung. Praeterea neque sine ex agitur in eas partes Galliae venire audere, quas caesar possideret neque. Also es ist jetzt ein Teil aus einer längeren indirekten Rede, deshalb steht da auch kein Subjekt, das ist also er. Außerdem wage er weder, das ist dieses neque sine ex agitur, also ohne Heer in diejenigen Teile Galliens zu kommen, die, jetzt kommt dieser Relativsatz, Caesar in Besitz halte. Halte ist der richtige Konjunktiv, Konjunktivpräsens im Deutschen, also der Gleichzeitigkeitskonjunktiv. Die Konjunktivform possideret könnte jetzt ein bisschen irritieren, weil es ein Konjunktiv imperfekt ist. Und hier ist eigentlich ein Präsensinfinitiv, nicht eigentlich, es ist ein Präsensinfinitiv. Aber da ist eben die Gleichzeitigkeit, manchmal ist sie zu dem Präsensinfinitiven gesetzt, aber manchmal eben auch zu der Redeäußerung, denn er sagte das ja, das ist ja in dem Bericht. Braucht nicht zu irritieren. Interessant ist im Deutschen nämlich nur, ist es gleichzeitig oder vorzeitig. Und die beiden Gleichzeitigkeitskonjunktive sind Präsens und Imperfekt. Und deshalb im Deutschen einfach mit Präsens, also halte. Nicht hielte. Hielte geht es eigentlich gar nicht. Im Plural ist es hielten. Aber da muss man sich natürlich mal mit den deutschen Konjunktivformen befassen. Das hat jetzt nichts mit dem Lateinischen zu tun. Hauptsatz der indirekten Rede ist bis audere, das ist also ein ACI. Und dann der Relativsatz hier, die im Konjunktiv, das gleicht sich im Deutschen an, weil man auch den ACI ja normalerweise als Konjunktiv. Wenn man es mit das Satz übersetzt, dass er es weder wagte, wage, auch da wäre ein Konjunktiv besser. Und dann ist eben eine Angleichung der Konjunktive auch da gut, also Konjunktiv im Deutschen. Das ist so ein Extragebiet, kann man im Normalfall eben daran erkennen, dass der Hauptsatz als ACI steht. Das interessantere Gebiet, zumindest für Cicero oder eben auch dann tatsächlich Sallust, kommt so ein bisschen darauf an, was man im Abitur so zu erwarten hat. Das sind die Relativsätze mit Nebensinn. Da zeigt der Konjunktiv in einem ganz normalen Relativsatz an, da ist noch ein gedachter Zusatzsinn. Festlegen kann man den finalen und den konsekutiven Nebensinn.
Es gibt dann auch kausal noch, also da könnte man jetzt sagen, ja, es ist wahrscheinlich ein kausaler Nebensinn, also eine Begründung dahinter oder so. Da muss man dann also nur wissen, dass es diesen Nebensinn gibt in der Bestimmung, aber festlegen kann man, wann ist es ein finaler Nebensinn, das ist nämlich immer, wenn mittlere im übergeordneten Satz steht, oder dignus, idoneus, aptus, also diese geeignet, passend, um etwas zu tun, ist immer gedacht. Oder schicken, um etwas zu tun. Da kann man im Deutschen ganz gut ein sollen einsetzen, aber das ist auch immer so ein bisschen Sprachgefühl abhängig. Das liegt nicht daran, dass die im Konjunktiv stehen. Wenn man darauf klickt, bekommt man ein Beispiel. Ja, dumm gelaufen. Das ist nämlich gar nicht der richtige Nebensinn. Super, das ist nämlich der konsekutive Nebensinn. Sehr schön, das ist einmal verdreht. Muss ich gleich nochmal ändern. Also ich fange jetzt mal mit dem finalen Nebensinn an. Caesar schickte die Reiterei, missit equitatum. So, da haben wir ein mittlere, die dem Angriff der Feinde standhalten sollte. Ja, da hat man das damit sie. Es ist also im Lateinischen eine Mischung. Es ist einmal ein Attribut. Es ist aber auch, das müssen Sie aber, das ist das Ziel des Ganzen. Also man kann da noch so einen zweiten Sinn reinlegen. Das ist zum Thema finaler Nebensinn. Noch falsch, wenn ihr da nachher raufklickt, habe ich das hoffentlich korrigiert. Der konsekutive Nebensinn, das ist mit welcher Folge etwas ist. Auch da ist hinterlegt noch ein zweiter Sinn. Beim konsekutiven Nebensinn kann man manchmal tatsächlich ein so das übersetzen. Man sieht das hier schon, wenn tam talis oder so steht, also tam so oder talis so beschaffen. Und wenn dann ein Relativsatz kommt, dann ist es im Deutschen komisch. Er ist so dumm, der, da würde man immer sagen, dass er. Da kann man also dann tatsächlich einen Konsekutivsatz übersetzen und würde in Klammern schreiben oder als Erklärung schreiben, konsekutiver Nebensinn eines Relativsatzes. Ich muss jetzt leider darauf klicken. Das sind nämlich jetzt die Beispiele für die konsekutiven. Einmal hier eben, es gibt gar kein Bezugswort. Also es gab Bürger, die, also dass sie, ja, die sind näher erklärt. Es könnte auch ganz weggelassen werden, Kiwis. Es gab Leute, die. Das ist also hier so eine Art Definition. Das andere ist unter einem anderen Konsul, dem also auch dann so ein Heer zur Verfügung stünde, auch hier eine Definition von Konsul. Das kann man sich noch mal ein bisschen näher angucken. Das sind hier so typische konsekutive Nebensinngeschichten, wenn es also so um nähere Definitionen geht. Fuere, tamen, errant, tamen oder errant. So, und dann entweder mit Bezugswort oder gar keinem expliziten Bezugswort oder auch nur ein II oder sowas. Das ist typisch für den konsekutiven Nebensinn und das ist eigentlich auch fast die häufigste Form, wie man einen konsekutiven Nebensinn hat. Also so eine reine Definition, kurzer Hauptsatz oder Bezugswort oder eben auch gar kein Bezugswort oder nur ein Pronomen als Bezugswort und dann geht's los. Ja, das sind so die Formen, die hoffentlich nachher richtig sind. Und jetzt kann man hier starten. Jetzt kann man hier würfeln. Hoffentlich, ja. So, und dann kommt eine Variante hier, also pink. Und dann gibt es ein Beispiel: Veientis legatus miserunt, qui pacem petarent. Und man soll entscheiden, welcher dieser Formen ist es denn nun, also welcher Nebensinn oder indirekte Rede. Hier haben wir ein mittere im Hauptsatz. Es müsste also der finale Nebensinn sein und das ist richtig. Und dann kann man weiterspielen. Wenn man auf die Karte raufklickt, das kann ich jetzt nicht machen, dann bekommt man auch eine Erklärung und eine Übersetzung. Das heißt, man kann in Ruhe, bevor man klickt, auch wirklich noch mal gucken, ist das alles so richtig. Also noch einmal zusammenfassen. Es ist nicht schwer, die Relativsätze im Konjunktiv, aber man muss sofort umschalten in direkte Rede oder Nebensinn. Meistens tatsächlich in den Lektüren, die so für die Oberstufe geeignet sind, ist es tatsächlich Nebensinn. Und dann muss man entscheiden, mittlere im Hauptsatz, dann final oder eben ein Tam oder kurzes Wort, das nochmal definiert wird, dann ist es ein konsekutiver Nebensinn. Okay, ich sag Valete, viel Spaß beim Spielen, hoffentlich klappt's.